Wenn man Industriekaufmann machen möchte, braucht man auf jeden Fall Kontaktfreudigkeit zu Menschen. Was ich wichtig finde, ist, dass man zuverlässig ist. Sprechen können vor anderen, mit anderen. Man hat ja normalerweise in der mittleren Reife, jetzt bei uns in der Schule, gibt es das Fach BWR, Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen. Wem das Fach extrem gut gefällt, der soll sich so einen Beruf auf jeden Fall anschauen. Du hast viel am Computer zu tun. Das ist alltäglich in jeder Abteilung. Also wenn einem das überhaupt nicht gefällt, dann ist es auch nicht der richtige Job. Ich weiß noch, meine erste Abteilung war die Pforte. Da kommen viele Anrufe rein und da am Anfang ein ganz unsicheres Auftreten, nicht gewusst, wie gehe ich mit dem Anrufenden um und was sage ich. Und jetzt ist es eine ganz andere Souveränität am Telefon. Man weiß einfach, wie man mit solchen Leuten umgehen muss. Ich war jetzt gerade letztens in der Fahrwerksabteilung. Da arbeitet man direkt mit Teil und PC zusammen. Und das gefällt mir, weil es nicht immer nur reine Büroarbeit ist, was immer alle denken. Wir sitzen nicht 7 Stunden am Tag nur am PC und schauen rein und klicken Sachen an. Also im Einkauf ist es so, da ich jetzt eingesetzt bin, Industrieeinkauf, das heißt, wir kaufen alle Sachen ein, die nicht ins Flugzeug gehen. Sprich Tische, Stühle, Maschinen, Anlagen. Da geht es, wie gesagt, vom Stift bis zu einer Maschine. Alles läuft da drüber. Also das ist nichts anderes, wie wenn man sich die Preise anschaut, sich schaut, okay, was ist hier der günstigste Preis und dann generiert man die Bestellung. So kann man im Einkauf das beschreiben. Also Azubis bei uns dürfen einen Englischkurs machen im ersten Lehrjahr. Und dann gehört es dazu, dass wir jeden zweiten Dienstag 2 Stunden im Englischkurs sind. Wir machen dann nach einem Jahr eine Abschlussprüfung und kriegen dann halt von Liepa ein Zertifikat dazu, dass man einfach in Englisch gerüstet ist. Gerade am Anfang haben wir Seminare, wie verhaltet man sich, gerade auch beim Essen mit Lieferanten oder so, wie verhaltet man sich gegenüber Kollegen. Also die Ausbildung, die ich jetzt mache, würde ich auf jeden Fall nochmal machen, weil ich glaube, das bringt einem wahnsinnig viel fürs weitere Leben. Und mit so einer Ausbildung macht man nie was falsch, weil man kann in ganz verschiedene Bereiche weitergehen. Hier bin ich Industriekaufmann und kann Vertriebler, Einkäufer oder sonst irgendwas sein und kann danach eben auch noch studieren.